Hallo, grüß euch. In Mannersdorf, das Gebäude, das ich hier sehe, ist der sogenannte Kalkofen von Mannersdorf. Hier wurde früher Kalkstein, der hier aus dem Steinbruch kommt, verarbeitet. Da gab es früher eine Brücke zum Turm, die ist später dann baufällig geworden und abgetragen worden. Da hat man das Rohmaterial vom Steinbruch zum Kalkofen gebracht. Und da waren ja Maschinen drauf auf dieser Brücke, da hat man mit den sogenannten Lore oder Bergbaugeräten Fahrzeugen, so kleine Wagerl, mit denen ist man zum Kalkofen, haben die Arbeiter zum Kalkofen hintrans geschoben. Dann ist man das in den Kalkofen oben reingeleert, da ist er gebrannt worden, der Kalkstein, und dieses Material haben wir dann weiter transportiert. Früher waren hier auch Leute aus dem Burgenland beschäftigt, die sind mit dem Rad oder mit zu Fuß über das Leitergebirge hergekommen und haben mit den Leuten, die hier aus der Umgebung waren, gearbeitet. Und das ist das ein Museum. Hier gibt es vom Kalkofen, der Ofen wird betreut von einem eigenen Verein, vom Kalkofenverein. Ich weiß nicht, ob der Verein noch gibt, aber ich glaube, der Verein gibt es noch. Hier gab es auch schon Veranstaltungen, nicht nur vom Kalkofenverein, sondern auch von der Jugend. Von einer Jugendvereinigung, die hieß früher Mannersdorfer Jugend und nennt sich jetzt das Stilfabrik, die gibt es seit einigen Jahren. Und dieser Verein hat ja auch schon öfters Veranstaltungen auf diesem Gelände abgehalten. Da war ich auch schon ab und zu mal bei diesen Veranstaltungen vom Verein und von der Jugend. Beruflich war ich auch schon öfters hier als Gemeindearbeiter. Da haben wir die Mülltonnen entleert, und das ist aber eine kleine Nebenanekdote. Und ich viel Spaß jetzt beim Betrachten dieses kurzen Films über den Kalkofen. Es ist hier dem Tag, wo ich filme, Samstagvormittag. Die Sonne scheint, wie ihr sehen könnt. Und hinter mir spiegeln sich die Gebäude von der Firma Heider, ein Steinbruchunternehmen, das hier in Mannersdorf einen Steinbruch betreibt, neben mir. Und das filme ich jetzt nicht, das ist Betriebsgelände. Und da filme ich ja lieber den Ofen. Das ist das Industriegebäude hier, und ich hoffe, dieser Beitrag gefällt euch. Tschüss, euer Gerald.